Wenn's draußen anfängt herbsteln, dann wird's auch drinnen wieder gemütlicher, auch in der Küche und bei Tisch. Bei Tschofen Tischkultur und Küche in der Bludenzer Wichner Straße kann man sich Inspiration holen für eben alles rund um Tisch und Küche und ums gemütliche Beisammensein. Gerade jetzt ist es wieder so, jetzt kommt langsam der Herbst. Jetzt haben sich bei uns so wieder die Farben geändert. Das ist alles wieder ein bisschen gemütlicher geworden. Die Farben sind nicht mehr gerade wie vor einem Monat noch, so in Türkis und Grüntönen. Es wird jetzt alles ein bisschen in Rot, in Braun, ein bisschen mit Gold, ein bisschen mit Silber gehalten. Halt so, dass man sich daheim halt wieder richtig schön küchelig wohlfühlen kann. Über 20.000 Artikel rund um Tisch- und Küchentrends finden sich hier. Mit kompetenter und freundlicher Fachberatung helfen die Mitarbeiter vom Tschofen-Verkaufsteam, sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden. Natürlich ist der gedeckte Tisch der Mode unterworfen. Momentan ganz groß ist der Erdtöne, Blautöne, nicht ganz unbedingt rund, sondern aus der Form raus. Es gibt ganz viele so kleine Schüssele Sachen zum Nüssle oder zum Gewürze eintun oder direkt auf den Tisch bringen. Was auf den Tisch kommt, muss aber zuerst in der Küche zubereitet werden. Wunderbar, dass man auch hier gleich alles für eine perfekte Küchenausstattung findet. Im Kochgeschirrbereich sehr trendig momentan Gusseisengeschirr. Der Vorteil ist, dass es sehr wärmespeichernd ist. Es ist garantiert für Allergiker geeignet, also hundertprozentig nickelfrei. Das Tolle daran ist, dass er so sehr bunt ist und viele Farben gibt. Es kommt garantiert aus Europa, wird also nicht irgendwo in China erzeugt, sondern kommt in diesem Fall aus Frankreich. Sehr trendy, momentan einfach aktuell. Wir holen uns das ganze Jahr auf Messen Inspirationen und haben auch immer wieder Freude, wenn wir besondere Dinge entdecken. Wie jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren haben wir die Firma Feine Dinge entdeckt. Das sind 2 Frauen aus Wien, die selber in Österreich Porzellan, Biskuitporzellan produzieren. Ganz neu bei uns im Sortiment haben wir ein Messer von der Firma Panorama Knife. Das Besondere an dem Messer ist, dass verschiedene Gipfel, einige Gipfel von Vorarlberg auf dem Messer eingefräst sind in Klinger, also dass man wirklich auf der Klinger den Umriss von dem Gipfel und von dem Berg sagt. Aber kein noch so scharfes Messer, keine noch so gut eingerichtete Küche, kein noch so schön gedeckter Tisch ergibt Sinn, wenn nicht in der einen gekocht und auf dem anderen gegessen wird. Deshalb rundet Tschofen Tischkultur und Küche sein Angebot mit einem besonderen Schmankerl ab. Ich bin an einem Vormittag in der Woche beim Tschofen und koche regionale Produkte. Wichtig ist mir dabei, dass die Damen und Herren, die zu mir kommen, etwas sehen, etwas kreativer werden in der Küche. Das heißt, dass man mit regionalen, bodenständigen Produkten etwas Besonderes auf dem Teller zaubern kann. Herbstlich ist natürlich der Kürbis. Viele haben den jetzt im Garten. Und auch ein kleiner Blattsalat noch. Und dass man nicht immer eine Kürbiscremesuppe macht, haben wir gedacht, dass man einen gebackenen Kürbis macht. Da haben wir ganz normal heute in Sesam oder in Brösel Kürbisussebacher und dazu ein bisschen Blattsalat, ein Kürbiskernöl und einen guten Apfelessig dazu, einen Vorarlberger. Kompetent, professionell, kreativ und innovativ. Das ist Tschofen Tischkultur und Küche in der Bludenzer Wichner Straße. Vor Ihrer nächsten Essenseinladung sollten Sie einmal hier vorbeischauen. Zu jeder Jahreszeit.